Vor 100 Jahren hätte eine Zusammenkunft zwischen Stadtverwaltung und der Kästner-Gesellschaft wohl noch ganz anders ausgesehen. Heute trifft man sich in freundschaftlicher Runde. Provokante Kunst und Kultur hat ihren Platz in Hannover gefunden. Zum 100. Geburtstag blickt Oberbürgermeister Schostock auf die schwierige, aber bedeutungsschwere Anfangszeit des Kunstvereins zurück. Als Widerstand gegen die Kulturpolitik der Stadt und des damaligen Stadtdirektors Tramm ist diese Kästner-Gesellschaft gegründet worden. Und irgendwie ist dieser Geist auch heute noch da. Die Arbeit der Kästner-Gesellschaft ist weltbekannt. Und mittlerweile ist auch die Landeshauptstadt stolz auf ihre Revolutionäre. In den letzten 100 Jahren haben sich die Gesichter des Kunstvereins verändert. Die politische Ausrichtung jedoch ist geblieben. Mir geht es darum, in einem künstlerischen Programm auch, würde ich sagen, kunsthistorische Linien aufzuzeigen, auch vielleicht Linien, die man bisher nicht so gesehen hat, Korrekturen, wenn man so möchte, auch einzuführen, also auch ältere Künstler einen zweiten Blick drauf zu werfen, die vielleicht bisher gar noch nicht so oft gesehen wurden. Und natürlich geht es immer darum, möglichst viele Leute dafür auch zu begeistern und ein Forum für diese Debatten und Diskussionen auch zu bilden. Freie Meinungsäußerung wird weiterhin ganz groß geschrieben. Zum Beispiel in der kommenden Ausstellung Made in Germany 3. Der Vorstandsvorsitzende Uwe Reuter lässt durchsickern, dass wohl noch mehr als die bisherigen Häuser involviert sein werden. Mit dieser kleinen Vorankündigung ist der Startschuss in eine ereignisreiche Zukunft gegeben. Ich bin mir sicher, dass die Qualitätsproduktion dieses Museums, dieser Kästner-Gesellschaft weiterhin bei 100% liegen wird. So viel Anerkennung sollte die Kästner-Gesellschaft für die nächsten Jahre motivieren. Und wer weiß, vielleicht werden es ja nochmal 100.